und das ist einfach Rapunzel. Oh, wow. Endlich bist du da. Willkommen auf der Insel der Ewigkeit, Angie. Du befindest dich im Land der Uralten. Lass dich von der Kulisse nicht enttäuschen. Hier gibt es unzählige Schätze zu finden, aber es lauern auch viele Gefahren. Es ist so erstaunlich. Ja, es ist ein Wunder, nicht wahr? Aber im Moment ist das unwichtig. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Deine erste Aufgabe ist es, das uralte Tor zu finden, das tiefer ins Innere der Insel führt. Es ist die nahegelegene Treppe hinauf. Du hast sicher bemerkt, dass der Weg durch diese seltsamen Formationen versperrt ist, die aus dem Boden ragen. Sie sind super seltsam. Ich habe sie Splitter des Schicksals genannt. Sie sind Wunden im Gewebe der Zeit. Aber sie sollten deiner Dreamlight-Magie nichts entgegensetzen können. Richte deine Aufmerksamkeit einfach auf sie und sie werden heilen. Genauso wie ich die Nachtdornen am Dreamlight Valley entfernt habe. Verstanden. Wenn du dir nicht sicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du mich an einem dieser Geräte kontaktieren. Neben dem uralten Tor gibt es noch eins. Mach den Weg frei und sprich dort mit ihr. Mit mir. Mio. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, aber als ob. Und die Früchte kann ich... Erdbeeren. Kann ich die mit nach Hause nehmen? Ich kann sie mit nach Hause nehmen. Was? Da wird mein Haus sein. Oder? Oh mein Gott. Ciao. Hast du eine Minute Zeit? Oh, ja. Hi. Warte mal, bitte. Einfach schon, schon wieder eine Aufgabe gestartet. Lager. What? Leute, ich bin komplett überfordert einfach mit dem Spiel gerade. Wie viele Möglichkeiten. Also was zur Hölle gibt's hier eigentlich alles? Hast du eine Minute Zeit? Nee. Evie und ich haben diese seltsame Sanduhr entdeckt. Der Sand darin schimmert. Also ich habe immer Zugriff auf mein Haus. Das ist richtig nice. Okay. Hi. Ah, Angie, da bist du ja gut. Wie du sehen kannst, ist das uralte Tor geschlossen. Früher gab es hier eine Sphäre, die das Tor mit Energie versorgte und es so öffnen konnte. Sie sah genauso aus wie die anderen blauen Kugeln um das Tor herum. Aber leider ist sie zerbrochen und die Stücke sind in alle Winde verstreut. Und das alles dank dieser fliegenden, zwitschernden Metallplage. Metallplage? Das ist eine Geschichte für ein andermal. Die Teile der uralten Sphäre müssen sich in der Nähe befinden. Durchsuche das Land der Uralten nach den Teilen. Hier findest du eine Werkbank, an der du sie reparieren kannst. Platziere dann die uralte Sphäre im Tor, um es zu öffnen. Wenn ich schon mal auf der Suche bin, sollte ich mich hier umsehen und anfangen, es mir gemütlich zu machen. Es sieht so aus, als hätte Herr Duck einmal versucht, hier einen Laden zu öffnen. Und ist das einer von Goofys Ständen? Ich muss mir das alles mal ansehen. Sieht so aus, als würde schon andere Dorfbewohner zu Besuch kommen. Sag mal, ich fühle mich hier wie bei der Arbeit. Hey, ich krieg eine Sache nach der anderen. Oh, jetzt kann ich es ausgraben. Schön. Ich nehme hier mal alles mit, was geht. Aber die Steine kann ich noch nicht kaputt machen. Da brauche ich dann wahrscheinlich irgendwie eine Verbesserung oder so. Die Sanduhr scheint mit der Zeit herumzuspielen. Als ich sie benutzt habe, habe ich etwas Seltsames gesehen. Okay, dann haben wir oben die Werkbank. Und dann kann ich das jetzt mal reparieren. Was auch immer das bedeutet. So, wir haben hier die Kugel. Und können das Tor öffnen. Geh tiefer ins Innere der Insel der Ewigkeit. Oh mein Gott. Das sind hier keine Fallen. Wenn das Ding jetzt mit mir redet, ne? Krieg einen Herzinfarkt.
Okay, dann nicht. Das ist ein Horrorspiel. Wow. Sprich mit Jafar an der Hologrammstation. Ja. Moment. Okay. Oh Gott. Leute. Ich sehe schon. Die Sanduhr ist zu mächtig. Sie darf nicht in die falschen Hände geraten. Ich brauche eine Lösung. Okay, gut. Dann können wir hier wieder mit ihm reden. Siehst du es jetzt, Angie? Was vor dir liegt, war einst nichts als karge Wüste. Aber mit den magischen Artefakten der Insel der Ewigkeit wurde die Hälfte davon auf mein Kommando in einen üppigen Dschungel verwandelt. Doch nun wird sie durch einen Riss in der Zeit in der Mitte gespalten, der alles zu zerstören droht. Das werde ich nicht zulassen. Der entschlossene Ton in deiner Stimme. Ich habe gut gewählt, als ich dich um Hilfe bat. Du brauchst Entschlossenheit, wenn du die Hoffnung hast, mich zu erreichen. Der Zeitriss in der Mitte der Insel hat mich im Palast am anderen Ende gefangen gehalten. Wie soll ich zu dir kommen, wenn diese kaputte Brücke den Weg versperrt? Du musst ein uraltes Relikt beschaffen, das als herrschaftliche Sanduhr bekannt ist. Sie steht unter dem Schutz dieser fliegenden Metallplage. Du musst einen Weg finden, es von ihr zu bekommen. Diese Metallplage, wer ist sie? Ich habe keine Ahnung, wie sie sich selbst nennt. Nur, dass sie mir seit dem Tag meiner Ankunft ein Dorn im Auge ist. Sie erinnert mich fast an eine gewisse Straßenratte, die nie weiß, wo ihr Platz ist. Sie ist hier irgendwo. Im Land der Uralten. Suche nach ihr. Vielleicht vertraut sie dir und übergibt dir die Sanduhr einfach. Es kann sein, dass du deine Spitzhacke benutzen musst, um die Kupferfelsen zu entfernen, die den Weg versperren. Cool, danke. Oh, und Angie, wenn du den Metallschädling findest, sei vorsichtig. Sie hat die unangenehme Angewohnheit, Dinge in Stücke zu schießen. Oh, er meint Evie, oder? Suche nach dem fliegenden metallenen Ärgernis, um die herrschaftliche Sanduhr zu bekommen. Ah, die kann ich. Die kleinen kann ich jetzt kaputt machen. Sehr schön. Und eine neue Aufgabe. Oh Gott, Leute. Wie viele Aufgaben soll ich denn eigentlich machen? Bin ich hierher gekommen zu arbeiten? Wir müssen dort rüber. Oder dahin. Let's see. What we got here? Was zum Anziehen. Oh Mann, das sieht so schön aus hier. Hier gibt es eine Menge Geheimnisse zu entdecken. Sieht so aus, als wäre ich nie fertig mit dem Erforschen. Ja, so kommt es mir auch vor. Oh, da ist was. Kleinen Moment, ne? Die salzige Meeresluft riechen, am Strand sitzen, einfach den Tag genießen. Okay. Hi. Oh, Wallys Freundin. Hey da. Ich komme in friedlicher Absicht. Name? Ich bin Angie und... Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Nein. Ich schwöre, ich will dich nicht austricksen. Ich brauche die Sanduhr wirklich. Geheim.
Aber es ist der einzige Weg, wie ich... Nein. Okay, ich mache den Roboter mit der Laserkanone lieber nicht wütend. Ich ziehe mich langsam zurück. Vielleicht weiß Jafar, was ich machen soll. Da ist die Uhr. Wally. Soll ich Wally holen? Und jetzt, wo ist die herrschaftliche Sanduhr? Sag mir nicht, dass dich dieses kleine zirpende Gerät abgeschreckt hat und du schon aufgegeben hast. Eigentlich ist genau das passiert. Dann geh dorthin zurück und finde mit deinem Einfallsreichtum einen Weg, um sie von ihr zu bekommen. Ich glaube nicht, dass sie mir die Sanduhr geben wird, wenn ich nicht ihr Vertrauen gewinne. Ich frage mich, warum sie so sehr beschützen will. Ist das nicht offensichtlich? Loyalität. Jemand, dem sie wirklich vertraut, hat sie gebeten, auf sie aufzupassen. Und seither hat sie sie bewacht. Und dieser jemand warst du. Ich? Das ist richtig, Angie. Das ist nicht dein erstes Mal auf der Insel der Ewigkeit. Vor langer Zeit hab du und diese Kreatur die Sanduhr gefunden. Aber du fürchtetest ihre Macht und batest sie, sie zu bewachen, bis du dich entschieden hast, was du mit ihr machen willst. Sie wird die Sanduhr an niemanden außer dir aushändigen. Ich muss noch ein Kind gewesen sein. Sie erkennt mich nicht mehr. Wenn es nur einen Weg gäbe, sie davon zu überzeugen, dass ich es bin. Ihr Zuhause ist hier im Land der Uralten. Ich schlage vor, du durchsuchst es nach etwas, mit dem du sie überzeugen kannst. Geh in das Haus von Eve im Land der Uralten. Was für im Land der Uralten? Das ist ihr Haus, oder? Entferne die Müllhaufen in Eves Haus, um einen Hinweis zu finden. Okay. Wir müssen zu Jafar zurück. Er ist jetzt alles über dich. Badge. Und hast du irgendwas Nützliches im Haus dieses kleinen glänzenden Ärgers entdeckt? Ich fand eine Erinnerung von Ivy und jemanden, der sich als Roboter verkleidet hat. Sie waren an einem versteckten Ort und es gab ein seltsames Gericht. Ivy sah so glücklich aus. Dann würde sie sicher jemand vertrauen, der sich genauso kleidet, wie du es in der Erinnerung gesehen hast. Unterschätze niemals die Macht einer guten Verkleidung, Angie. Du musst dieses Kostüm finden. Ich bin nicht sicher, wo ich suchen soll. Finde den Ort, den du in der Erinnerung gesehen hast. Sobald du es gefunden hast, verkleide dich und geh zurück zum metallenen Ärgernis. Metallenen Ärgernis. Ist auf jeden Fall da. Okay. Wir haben noch Popcorn und Zuckerwatte. Roboterkopf. Und Kostüm. Okay. Was haben wir da bekommen? Ein Nähtisch. Okay. Sehr schön. Oh Gott. Okay. Ja, schön. Es sieht wirklich toll aus. Hast du mal kurz Zeit? Nee. Wie geht's dir heute? Gerade nicht. Hi. Name? Name?
Ich hoffe, das klappt, denn das Kostüm passt wirklich nicht gut. Du erinnerst dich langsam an mich, oder? Was ist das? Oh, es ist ein Rezept. Aber das ist doch gar nichts. Warte. Es ist ein Rezept für das Gericht, das ich in der Erinnerung gesehen habe. Du hast das die ganze Zeit behalten? Du willst, dass ich dir beweise, dass ich wirklich deine alte Freundin bin, indem ich das koche? Dieses Gericht hört sich irgendwie lächerlich an. Es klingt wie etwas, das ein kleines Kind für einen Roboter kochen würde. Okay, ich denke, ich kann alle Zutaten finden und es für dich kochen. Ich sollte versuchen, Goofys Stand für ein paar dieser Zutaten aufzubauen. Na dann, wir haben viel zu tun. Viel zu tun, viel zu tun. Freund am Haken. That's weird. Okay, wir müssen ein Königreich für ein Schild machen. Hier. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit dem Klaus? Bitteschön. Was ist mit seinem Auge los? Jesus, chill mal. So, wir gehen zu seinem Stand. Bitteschön. Also, er ist traurig, weil sein Stand einfach katastrophal aussieht. Aber es braucht nur ein bisschen Arbeit. Kupfer und Plastikschrott. Kann ich mich jetzt wieder umziehen, weil ich sehe aus wie Scheiße. Baue Felsen ab, Fische in Gewässern ohne Wellengang nach Plastikschrott. Ich habe doch Plastikschrott gefunden. Jetzt warte mal. Dann gehe ich mal angeln in ohne Wellengang. Ich will Plastikschrott. Lass mich. Oh, Wally, deine Freundin Schnell, ist da. Komm her, sonst kommen wir zu spät. Weißt du das? Wally, bitte nicht so nah. Noch zwei. Hallo, ich bin Olaf. Hallo, Olaf. Oh, Olaf, lass mich. Hier, du da. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit einem Plausch? Bitte schön. Nimm all mein Zeug. Eine Zeremonie zum Durchschneiden des Einweihungsbandes. Schön. Auf geht's, los geht's. Was ist das? Sehr schön. Jetzt warte mal. Schön. Oh. Oh. Danke. Sammle die folgenden Gegenstände im Land der Uralten, um das Rezept zu kochen. Roboterfisch. Die Docks und der Aussichtspunkt. Okay, hier. Cool, die Seeschnecke haben wir. Okay, der Sellerie muss wachsen und